Das ist eine interessante Frage, weil eigentlich ein Widerspruch in sich. Strategie ist etwas mittel- bis langfristiges, erfordert das auch. Und unsere Welt ist so schnelllebig geworden, gerade die Medienwelt verändert sich so schnell, dass man eigentlich die Energie und Kraft haben müsste, um das ständig anzupassen. Also man hat eine langfristige Strategie und passt sie dann an den Gegebenheiten. Dazu fehlt im Marketing das Personal. Personal ist im Marketing ziemlich stark runtergefahren worden. Und in den Agenturen würde ich mal sagen, ein bisschen Know-how. Nicht unbedingt als Vorwurf zu verstehen, weil es so schnelllebig ist. Aber da haben wir ein echtes Problem. Wir haben ein echtes Problem darin, mittel- und langfristige Strategien umzusetzen. Vielleicht beruhigt sich diese Medienwelt ja irgendwann mal wieder. Das wäre toll. Glaube ich aber nicht. Es ist noch lange nicht durchdigitalisiert. Ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich habe noch einen Papierkalender. Und den gebe ich nicht aus der Hand. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie die anderen sich so schwer tun mit ihren Digitalkalendern. Ich glaube, diese eine Mischung ist da gut. Die interessantere Frage ist aber die nach Marketing. Marketing hat inzwischen gelernt, wie man Werbung digital aussendet. Damit meine ich technisch. Marketing hat noch nicht gelernt, wie man mit den Online-Medien umgeht. Denn wir erleben im Augenblick eine Zunahme von Werbeablehnung zum Beispiel. Das liegt daran, dass das Marketing, die Marken, mit den Menschen nicht reden. Die wollen nicht, dass online daherkommt wie Fernsehen. Ich bin anonym und mir wird eine Botschaft ausgestrahlt. Die Menschen wollen, dass mit ihnen geredet wird. Dialog ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sie mit Rich Media, mit Bewegtbild zu unterhalten. Natürlich mit dem Markenhintergrund. Aber das mögen die Leute. Was sie nicht mögen, ist Banner, die sie stören. Da muss Marketing und Werbung ganz, ganz viel noch lernen. Muss ich mich da entscheiden? Ich entscheide mich für Fluch. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin genauso technikgläubig wie jeder andere und begrüße diese Entwicklung. Die ist sehr positiv. Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass die ganze Automatisierung auf den Preis drückt. Die Automatisierung zerstört den Preis. Ein Riesenproblem heute online. Online erzielt nicht die Monetarisierung, die sie braucht, verdient nicht genug Geld, die Preise sind absolut im Keller. Und Real-Time Advertising, die ganze Automatisierung, die dahinter steckt, mit Big Data, wird die Preise weiter purzeln lassen. Das ist keine gute Entscheidung. Und in meinen Augen fehlt dabei auch so ein bisschen der menschliche Faktor. Wir haben ja erste Agenturen, die ankündigen, dass sie in etwa 3 Jahren den gesamten Prozess automatisiert haben. Ich stelle mir dann vor, ich besuche als Kunde meine Media-Agentur und stehe in der Kaffeeküche. Weil mehr braucht es ja nicht. Das ist alles im Server. Ja? Die Kaffeeküche wird dann als nächstes abgeholzt, weil Computer keinen Kaffee trinken. Das kann nicht die Zukunft sein. Da fehlt einfach der Mensch. Also ein Gedanke dabei ist, weil ich das gestern so oft gehört habe, das Online ist steckt noch in der Pubertät. Ja? Wann ist eigentlich Pubertät? Das ist so etwa mit 13 und erwachsen wird man mit, na sagen wir mal so 21. Dann hätten wir also noch 8 Jahre Zeit, bis Online endlich erwachsen wird. Aber Sie haben ja nach 5 Jahren gefragt. Ich glaube, in 5 Jahren werden wir uns fragen, wie kriegen wir diese Rechner im Griff, die völlig automatisiert und wild geworden blind Werbung aussenden. Wie kriegen wir Menschen das wieder in den Griff? Das wird die Hauptforderung sein. Ein Ende der Maschine.